Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Zendikar Rising Draft. Ich bin Mattes, euer Blueberry Badger und wir werfen mal einen Blick hier ins Päckchen, schauen mal, was abgeht. Ja, wir haben eine Mythic geöffnet, eine vierfarbige Mythic Omnath. Der wurde sogar in den Constructed Formaten, bestimmt nicht in allen, aber zumindest im Standard gebannt, weil er viel zu krass ist. Im Draft bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich es überhaupt versuchen will mit vier Farben. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich glaube, das ist, dass man sich da etwas zu viel für vornimmt. Dazu, dass es dann auch noch schwierig ist, seine Fähigkeiten wirklich effektiv auszunutzen. Also ich bin da sehr skeptisch und ich greife lieber zum Fledgling, Takedown, Sproutling. Einen von denen, Royal Eruption, ist auch okay. Aber ehrlich gesagt, Kabira Takedown, das ist eine richtige Karte. Und die hat nur eine Farbe. Ziemlich, ziemlich gut, ein Removal Spell, den man aber auch als Land ausspielen kann. So lobe ich mir meine Land Spells, Halbländer, wie auch immer ihr das nennen wollt, die Spells mit dem Land auf der Rückseite. Einfach herrlich. Na gut, jetzt sehen wir ein Vastwood Search. Also hätten wir Omnath genommen, könnten wir jetzt Vastwood Search nehmen und wären schon mal einen guten Schritt näher da dran, Omnath auch zu spielen. Aber wie gesagt, ich erwarte mir trotzdem nicht unbedingt gute Ergebnisse davon. Für uns ist hier einfach ein Emeria Captain am Start. Einfach eine gute weiße Kreatur. In manchen Ausnahmefällen kommt es mal als 4-Mana 2-2er Flying Vigilance raus, das ist relativ schlecht. Aber ab 4-Mana 3-3 Flying Vigilance ist die Kreatur ziemlich gut. Und wenn du ein 4-4er oder 5-5er machen kannst, ist das schon richtig klasse. So, wie geht's dann weiter für uns? Gute Karten hier in dem Pack sind Rabbit Bite, Into the Royal, Shepherd of Heroes, Begin Veil. Bear Tactician vielleicht. Also, ich meine, ist an sich 3 Mana, 3 Zweier, machst du nicht so viel falsch mit. Und, naja, kann ja schon mal mit dem Emeria Captain zusammen angreifen, zum 4-3er werden. Ist vielleicht vertretbar, auch gerade so früh. Und ich bin auf jeden Fall dabei, mir eine weiße Karte hier mitzunehmen. Also, so gern ich Into the Royal und Rabbit Bite auch mag, denke ich mal, dass wir besser damit beraten sind, uns jetzt erstmal an Weiß zu klammern und dann zu sehen, welche zweite Farbe noch für uns offen ist. Ja, dann nehme ich einfach mal. Ich meine, ich mag den Shepherd richtig gerne, aber es könnte durchaus noch sein, dass wir ein rot-weißes Warrior-Deck hinbekommen. Da ist Paratactician dann richtig gut. Und ansonsten ist es jetzt auch kein vertaner Pick. So, hier bin ich ja jetzt nicht so besonders begeistert von den Optionen. Cinderclasm ist eigentlich ein richtig cooler Spell und ich mag den total gerne, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns da in Rot-Weiß nicht einfach selber ins Bein schießen mit. Aber Molten Blast ist auch nicht so toll. Wir könnten halt den Expedition Healer nehmen und irgendwie in Richtung von einem weißen Party-Deck vielleicht gehen. Das ist wirklich nicht so aufregend wie ein Cinderclasm, muss ich sagen. Aber ja, komm, bleiben wir mal bei Weiß. Wie gesagt, Cinderclasm ist eine deutlich aufregendere Karte und auch viel mächtiger. Aber vielleicht wollen wir ja gar kein Rot-Weiß spielen. Rot-Weiß Cinderclasm, wie gesagt. Bisschen schwierig, wenn Rot-Weiß ist ein Deck, so ein klassisches Aggro-Deck halt, mit vielen kleinen Kreaturen und wenn du die dann alle in die Luft jagen musst, dann bist du nicht besonders froh drum. Nicht, dass man sowas nicht spielen kann. Ich würde ja auch ein Board-Wipe, also was alle Kreaturen tötet, auch in einem Aggro-Deck spielen. Aber, naja. Denke mal, es ist nicht optimal und wir wollen dann lieber uns nicht auf so eine Richtung einschießen. Ich weiß auch nicht so recht, was wir hier machen sollen. Nehme ich einfach mal die Karte, die am stärksten angreifen kann. Dauntless Survivor ist auch okay und es ist ein Two-Drop, aber
Dawn des Survivor war bis jetzt einfach nicht so wirklich gut. Und Canopy Baleth ist jetzt auch keine Premium-Kreatur, aber die macht schon gute Arbeit, muss ich sagen. Die hat einen sehr spürbaren Einfluss auf das Spielgeschehen, so. Der Gegner kann das nicht einfach ignorieren. Okay, wir sehen weiter ein paar rote Karten. Könnte eben bedeuten, dass Rot-Weiß dann doch für uns offen ist. Ansonsten nehmen wir uns jetzt hier einen Blood Priest. Wir haben ja auch schon Expedition Healer, also eventuell könnten wir in Schwarz-Weiß Clerics reinkommen. Da wäre ich sehr froh drum. Das ist eins der besten Decks. Ja, naja. Das Päckchen hier lässt mich jetzt natürlich wieder eher an Rot-Weiß Warriors denken. Besonders da wir einen Fireblade Charger und einen Akum Warrior hier sehen. Kabira Outrider wäre auch in Ordnung, genauso wie Practice Tactics. Wenn wir uns an Weiß festhalten wollen, und wie gesagt, ich würde persönlich natürlich die Clerics, also das schwarz-weiße Deck, bevorzugen, aber wir müssen natürlich auch schauen, welche Signale bekommen wir. Und das hier schreit ja eindeutig nach Rot-Weiß Warriors. Und Akum Warrior ist schon ein richtig gutes Halbland, Halbspell Gedöns. Na gut, und jetzt kriegen wir noch den Expedition Champion, der ist auch in der Rot-Weiß eben besonders gut. Könnte eben sein, dass es für uns offen ist. Blau-Weiß reizt mich hier nicht besonders. Die Karten sind in Schwarz-Weiß auch nicht wirklich spielbar. Naja, dann denke ich mal, geht's so weiter. McKinney Ox habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Der sah spielbar aus, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber ich war da schon so ein bisschen skeptisch, weil also 5 Mana-Kreaturen, da hast du einfach genug von. Also, das ist keine hohe Priorität. Ich denke mal, wir nehmen uns hier ganz gerne Scavenged Blade mit. Rot-Weiß hat ja auch einige Synergien mit Equipment. Und Scavenged Blade ist nicht so toll, aber es ist in Ordnung. Okay, ziemlich einfaches Cliffhaven. Salsword, das ist noch ein Warrior für uns. Ein Two-Drop, das sehr wichtig ist für Aggro-Decks. Sneaking Guide, tatsächlich auch für manchen von diesem Party-Stuff, manchmal ganz gut, halt einen roten Rogue dabei zu haben. Wir haben ja auch schon sowas wie Emeria Captain, der halt möchte, dass wir nicht nur exklusiv Warriors spielen. Aber natürlich auch nicht besonders gut ist die Sneaking Guide, wenn ich ganz ehrlich bin. Molten Blast, kein toller Removal-Spell, aber spielbar. Es sind dann doch genug Artefakte unterwegs, dass man das mal machen kann. Oh, sweet. Also, Pack Nummer 2 für uns und wir bekommen direkt einen der besten Warrior. Für ein aggressives Deck, der kargen Intimidator. Ja, Two-Drop mit 3 Power, der eine sehr relevante Fähigkeit hat, dass er nämlich eben eine Kreatur pro Runde davon abhalten kann, Warriors zu blocken, was dann im Prinzip unser ganzes Deck ist, wenn wir Rot-Weiß Warriors spielen. Also, Freunde, es sieht aus, als würden wir heute ein Aggro-Deck spielen. Ich bin ja nicht der allergrößte Aggro-Fan, aber Aggro-Decks sind auch wichtig im Format. Und worauf man da besonders achten muss, ist, dass man eine super niedrige Kreaturenkurve hat. Also, du willst eigentlich so einen richtig großen Haufen Ein- und Zwei-Mana-Karten. Oh nein, jetzt sehen wir eine Ruin Crab. Schade. Ich glaube, heute ist nicht unser Ruin Crab-Tag. Heute ist unser Aggro-Tag. Wir haben unsere Aggro-Hosen angezogen und dann wird das jetzt auch gemacht. Wir könnten den Fireblade Charger nehmen, der ist mit dem Scavenged Blade richtig gut. Ansonsten nicht so, aber ist immer noch okay. Und wichtig ist für uns, dass wir viele One-Drops haben, wenn wir ein sehr aggressives Deck sind. Synchronized Spellcraft übrigens auch ganz gut in einem Aggro-Deck, weil es noch zusätzliche Damage macht, weil es eben tendenziell immer größere Blocker aus dem Weg räumt und so. Weil mit kleinen Kreaturen haben wir ja nicht so ein Problem in einem Aggro-Deck. Wir haben selber ganz viele kleine Kreaturen, aber große gegnerische Kreaturen können einen mal stoppen. Aber wie gesagt, denke ich mal, ziemlich easy hier, dass wir einfach nur noch einen One-Drop haben wollen.
Hier bin ich jetzt nicht besonders begeistert von unseren Optionen. Fürs Cleric-Stack sind hier tolle Sachen dabei und ja, für Rot-Weiß, für Grün-Weiß auch gute Sachen. Nalit Colony auch, aber für uns nicht wirklich, die sind alle nicht wirklich aggressiv, die Karten. Aber Shepherd of Heroes ist immer noch ein Flieger. Und das ist ganz gut, hier auf 4 und 5 jeweils einen Flieger zu haben, der dann nochmal die letzten paar Schadenspunkte durchbringen kann. Das ist jetzt schwierig, dieser Pick hier, denn Stonework Packbeast und Synchronized Spellcraft wären beide gut. Ich denke aber mal, dass wir uns lieber hier das Packbeast mitnehmen. Das ist in so vielerlei Hinsicht gut für uns. Das sorgt nämlich dafür, dass unsere Party sozusagen um eins steigt. Für Emeria Captain und ja gut, Shepherd of Heroes ist jetzt nicht so super wichtig, aber das ist wahrscheinlich relativ gut, den zu haben. Es ist noch ein Two-Drop. Und Synchronized Spellcraft, ja, ist ein ordentlicher Removal-Spell für ein Aggro-Deck, aber auch nicht so eine hohe Priorität mit 5 Mana. Hier, ich weiß nicht, ob wir noch ein zweites Scavenged Blade wollen. Wenn wir zwei davon rumliegen haben, dann wird es schon ziemlich übel. Stell dir mal vor, zwei davon auf der Starthand, da wirst du nicht besonders froh. Wir sehen noch einen Relic Golem, also mit Ruin Crab, Relic Golem. Da wäre was drin gewesen fürs Mill Deck, aber für uns ein relativ einfacher Farsight Adept. Der ist jetzt auch nicht Premium, aber es ist ein 3-Mana 3-3er und Stats sind halt wichtig, ne? Vor allem Power ist wichtig für uns im Aggro-Deck und ist eben auch nochmal ein Wizard für dieses ganze Party-Gedöns. Genau, ich wollte eben noch sagen, Stormlord Packbeast ist natürlich auch ein Warrior und hilft deswegen dabei, zum Beispiel den Pare-Tactician besser zu machen oder den Expedition Champion. Neben sozusagen diesem Party für Emeria Captain oder Shepherd of Heroes. Also denke ich mal, Stonework Packbeast war dann eine einfache Wahl. Hier ist es relativ easy in Smite the Monstrous für uns. Es ist zu spät, um in Blau-Weiß überzugehen, auch wenn dafür jetzt gute Optionen da sind. Wir nehmen uns ein Smite the Monstrous ins Sideboard, wenn wir gegen große Decks spielen, ist das schön. Tita Peak Ambusher wäre jetzt noch ein netter Warrior für uns. Günstig, ansonsten wäre Prowling Fally da jetzt auch nicht zu verachten. Um einfach noch eine größere Kreatur am anderen Ende zu haben, aber ich denke mal, wir sind ganz froh, um hier noch einen spielbaren Two-Drop für uns. Hier jetzt ein Easy Synchronized Spellcraft. Das ist schön, dass wir die roten Karten wieder zurückbekommen. Hier ist es jetzt ein einfacher Kabira Outrider, auch wenn der nicht allzu viel Bonus geben sollte. Der ist für die Dynamik relativ wichtig, dass er uns einfach erlaubt. Also es ist bei ihm für uns nicht so wichtig, dass er irgendwie plus 3 dazu gibt oder so, sondern der muss uns einfach erlauben, mit einer günstigeren Kreatur wieder anzugreifen. Dass wir einfach jede Runde angreifen können, im Angriffsmodus bleiben, den Gegner in die Defensive zwingen. Das ist für so ein Aggro-Deck eben wichtig. So, dann schauen wir mal. Wir haben schon relativ viele spielbare Karten. Schauen wir mal, was das dritte Päckchen uns liefert. Auf den ersten Blick nichts Gutes. Ganz im Gegenteil, ich bin total enttäuscht. Das wird ja ein furchtbarer First Pick hier. Ich will nicht unbedingt noch einen Farsight Adept picken. Aber Tormenting Voice weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt hier spielen will. Einen zweiten Sneaking Guide werde ich nicht spielen. Ich habe nicht mal besonders Bock auf den ersten. Dann ist es wohl doch der Farsight Adept, ha? Im Prinzip ist es das so. Schade. Oh nein, das tut ja weh. Aura, wenn wir ins Cleric-Deck gegangen wären. Aber das war nicht, es war nicht wirklich offen, das Cleric-Deck. Also halb so wild. Akum Hellhound hat mich bis jetzt nicht überzeugt. Und ich glaube auch nicht, dass das hier tut. Obwohl ich auch nicht unbedingt noch eine Seagate Banneret brauche. Noch ein Shepherd. Könnten wir drüber nachdenken. Aber unsere Kurve ist eigentlich hoch genug. Wir könnten notfalls eben auch ein
ein Aggro-Deck spielen, was ein bisschen höhere Mana-Kurve hat. Aber ein bisschen schade, dass wir hier in den ersten Picks nicht wirklich gute Sachen bekommen haben, weil es gibt ein paar richtig gute Warrior-Payoffs, auf die wir hoffen. Die haben wir bis jetzt nicht gesehen. Fantastisch allerdings ist diese Mythic Morag Fury of Akkum, lässt einen einfach wieder angreifen. Warum weiß man, dass diese Karte total krass ist? Also, sie ist erstmal 6 Mana 6/6er. Das heißt, die Karte ist okay. Ja, gute Stats. Also, anständige Stats für ihre Mana-Kosten. So muss man das sehen. Und dann kann sie durch ihre Fähigkeit, das musst du übrigens in der zweiten Hauptphase, musst du da das Land ausspielen, damit das funktioniert, der kann alleine für 13 Schaden in einer Runde angreifen. Der Kollege. Ja. Und das ist das Schlechteste, was der machen kann, sozusagen, mit seiner Fähigkeit. Auf jeden Fall, der wird krass und das heißt eben, wir spielen dann gerne auch ein bisschen höhere Mana-Kurve. Kein Problem und haben jetzt definitiv die Power auch in unserer Hand, das Late Game zu gewinnen. Royal Eruption war richtig wichtig. Wir haben bis jetzt so gut wie keinen Removal bekommen oder nur so Schrott-Removal wie Molten Blast. Royal Eruption geht auch ins Gesicht. Das war auch auf jeden Fall eine Karte, die uns bis jetzt gefehlt hat. Hier gibt es keine besonders guten Warriors für uns. Also Cliffhaven Sellsword ist natürlich immer okay. Ist eine aggressive Kreatur. Drei Power für 2 Mana. Aber ich denke mal einfach noch ein Kavira Takedown. Das löst unsere Removal-Probleme zumindest zum Teil. Und ja, das ist sowieso wieder eins, das du halt auch einfach als Land spielen kannst. Also klasse, klasse. Rockslide Sorcerer. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob wir den unbedingt spielen wollen. Der ist natürlich im Wizards Deck total krass. Ist das eine der besten Karten? Aber für uns, wie viele Instant Sorceries? Wir haben 2 Wizards. Ja, wir haben 7 Karten, mit denen es funktioniert. Das ist nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube fast, dass wir da lieber einfach noch ein Prowling Valley da ins Deck reinpacken dazu. Easy Expedition Champion für mich hätten wir eine bisschen niedrigere Mana-Kurve, würde ich sagen, dass wir vielleicht über noch einen Fireblade Charger nachdenken. Aber selbst dann, das ist einfach ein guter 3-Drop für uns. Der wird fast immer ein 4-3er sein in unserem Deck. So wollen wir das. Wir könnten jetzt noch einen Teeterbeak Ambusher mitnehmen, noch eine Spellcraft. Aber ich denke, dass wir mittlerweile ganz gut an Removal sind. Nachdem wir jetzt noch das Takedown zusätzlich genommen haben. Wahrscheinlich wollen wir einfach noch den Ambusher, weil wir die 2 Expedition Healer hier vielleicht tendenziell rausholen. Ich muss mal gucken, wie das dann aussieht. Aber da würde ich mal gerade zu tendieren. Die Karten sind alle irrelevant. Spitfire Lagaak, Hellhound, Banneret. Relativ irrelevant für mich, wenn, dann spielen wir vielleicht noch eine zweite Banneret, aber ich bezweifle es. Hier ist noch eine Warrior-Karte, auch wenn die auch nicht so gut ist. Okay, noch ein guter Two-Drop für uns. Wunderbar. Ich finde, das macht das relativ klar, dass wir die Expedition Healer nicht mehr benutzen. Scavenge Blade Nummer 2, denken wir mal drüber nach, aber nicht eindeutig klar. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Ich denke mal hier, gut, nehmen wir den noch gerade mit und schauen uns mal an, wie viele wir da spielen möchten. Und dann bauen wir mal das Deck zusammen. Wir haben jetzt viel zu viele Karten drin, aber nicht vergessen, wir haben hier zwei von den Halbländern, hier noch einen, also 3 Stück insgesamt. Das heißt, 2 Länder können wir hier locker rausnehmen, aber locker, locker, flockig. Wir haben kein Doppel-Weiß, dann würde ich sogar fast sagen, dass wir mal noch eine Plains rausnehmen. Ich mache das in 15, 16, 17, 18, ne? Also wir spielen jetzt nur 15 Basics und haben trotzdem bis zu 18 Quellen für unser Mana. Das ist eben die Macht von diesen Spells, die einfach auch noch Länder sein können auf der Rückseite. Viel zu krass.
Gut, ich denke mal, Two Drops wollen wir nicht weiter runtergehen. Wir haben zwei Ambusher, zwei Cell Swords, den Intimidator und das Pack Beast. Das ist anständig. Wir müssen aber auch nicht ultra viel zu aggressiv sein. Wie sieht es mit unserem Kreaturentypen aus? Wir haben zwei Clerics, einen Rogue, 16 Warriors und zwei Wizards. Das reicht auf jeden Fall für den Emeria Captain und ansonsten ist es auch nicht so wichtig. Na gut, der profitiert noch ein bisschen von Party-Stuff, aber gut. Den Sneaking Guide will ich aber einfach nicht haben hier. Obwohl der mit dem Ambusher mal ganz vernünftig funktionieren kann. Ich denke mal, ich nehme eins von den Scavenge Blade raus. Ich meine, die kann man spielen. Die sind nicht unbedingt schlecht mit dem Ambusher. Und mit dem Fireblade Charger ist es ziemlich gut. Aber ansonsten nicht so aufregend. Ich denke mal, wir können hier noch einen Four-Drop rausnehmen. Vielleicht auch noch ein Shepherd. Aber es ist noch ein Cleric, was auch nicht irrelevant ist für uns. Vielleicht können wir den Molten Blast rausnehmen und rein sideboarden, wenn es nötig wird. Wir wollen vor allem ein Kreaturendeck sein, denke ich mal. Ja, ich probiere den mal aus, nehme eine von den Bannerets raus. Und zwei Cuts müssen wir noch machen. Ah, nehmen wir mal einen Scavenge Blade raus, da war ich ja doch noch ein bisschen skeptisch. Und was soll es denn sein? Vielleicht ein Felidar. Scheint mir nicht so wichtig für unseren Spielplan zu sein, das mit dem Landfall-Gedöns. Ist ein bisschen langsam vielleicht. Joa, das sieht ordentlich aus für ein Aggro-Deck, nicht Hyper-Aggro. Ich denke mal, wenn wir so ein rot-weißes Hyper-Aggro-Deck fahren würden, dann würden wir lieber noch ein paar mehr Cell Swords haben, anstatt die Ambusher. Hätten ein paar mehr Expedition Champions. Per Tactician ist natürlich ganz nett zu haben, in jedem Fall. Aber wir hätten noch sowas wie Gomafada Vanguard, den rot-weißen Lord, ne, der praktisch alle Warriors um plus eins verstärkt. Sowas in die Richtung hätten wir noch gebraucht. So müssen wir jetzt ein bisschen auch mit dem Late Game arbeiten, auch wenn wir die Möglichkeiten haben, gut rauszukurven, ne? Mit einem 3-1er, 4-3er, zack, 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 schön Angriff, Angriff, Angriff und nachher die letzten paar Schadenspunkte durchbringen mit Sneaking Guide. Ich denke mal, so können wir das versuchen. Sieht ganz solide aus, ne? Dass wir eben relativ aggressiv sind, aber auch hier so ein paar spätere Karten haben, die einfach auch nochmal durchs Power Level alleine gute Arbeit machen, wie eben der Shepherd, der einfach solide auf eigenen Füßen steht, ne? Der ist nicht wirklich darauf angewiesen, dass du ein Control Deck oder ein Aggro Deck oder so bist. Der ist einfach immer gut. Morog ist natürlich richtig krass. Ich meine, wenn wir den rausbekommen und der Gegner den nicht tötet, dann wird er dich töten, versprochen. Ja, wir haben ein paar ordentliche Sideboard-Optionen. Wir könnten noch mehr Wizards, mehr Warriors reinbringen, wenn wir möchten. Wir haben Molten Blast auch als Antwort auf ein zu starkes Artefakt für uns. Sizzling Barrage, wenn wir gegen einen, ich weiß es auch nicht genau, aber wir haben Sizzling Barrage im Sideboard. Wir könnten noch ein Blade reinpacken. Wir haben Smite Monsters, wenn wir gegen ein grünes Deck spielen, was mit besonders vielen großen Kreaturen um die Ecke kommt. Wir können die Kurve noch ein bisschen niedriger machen. Vielleicht auch gegen Control wäre das eine Option. Aber ich denke mal, ich bin ganz zufrieden mit dem Deck hier. Ja, und dann fangen wir mal an. Bis gleich in der ersten Runde, ihr Lieben. So, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen in dieser ersten Runde und ich bin wirklich nicht besonders zufrieden hier mit dieser Hand, aber ich denke mal nicht, dass man die zurückschicken kann. Aber kein One-Drop, kein Two-Drop, kein guter Aggro-Start hier. Naja, aber dann zieht man den schönen Two-Drop nach und ist direkt wieder froh. Oh, es sieht aber aus, als würden wir hier direkt mal gegen ein Cleric-Deck kämpfen, diese Frechen.
Heißt, wir wollen jetzt nicht gegen den Expedition Healer traden, wenn der Gegner angreift. Und wir wollen wahrscheinlich auch nicht in den Reihen angreifen, da wir den Expedition Champion ja gerne als 4-3er beibehalten möchten. Und direkt eine gute Kurve. Expedition Healer, Marauding Blight Priest. Obwohl, wir haben jetzt den Captain. Dann wollen wir sogar lieber den Farsight Adept rausholen. Und damit der Emeria Captain ein bisschen größer wird. Wir können mit Emeria Captain Scavenged Blade ziemlich üble Sachen anstellen in der Luft. Wenn der Gegner nur mit dem Healer angreift, dann trade ich jetzt, glaube ich, gegen das Cell Sword. Okay. Na gut, das bedeutet wohl, dass wir nicht... nicht den Captain nächste Runde ausspielen. Frage ist nur, machen wir den Trade hier? Naja, na, der hat Vigilance. Es wird auch nicht unbedingt besser. Und ich plane eher den Adept auszuspielen, damit wir den Captain eben für mehr ausspielen können. Aber ist keine gute Position gegen Schwarz-Weiß. Da wir... weil die meistens sowas wie Recursion haben. Also wer die, sag ich mal, der Gegner hat das Tempo direkt von Anfang an sich gegriffen, war der Aggressor hier und kann gut Leben generieren und alles. Also es ist wirklich nicht besonders gut hier dieses Match für uns. Ich denke auch mal eher, dass ich jetzt noch einen von den 3-Drops ausspiele und Kabira Takedown offen lasse. Es sei denn natürlich, der Gegner tötet schon wieder meine Kreatur. Dann bringt mir das ja nicht so viel mit dem Takedown, weil das nur einen Damage macht. Wow, dieser Emeria Captain, der... bekommt einfach keine respektable Größe heute. Hm? Aber wenn wir es schaffen, den später herauszubekommen, ist das ja immer noch ein 4-2er Vigilance mit dem Scavenged Blade. Also es ist ja nicht alle Hoffnung verloren. Ich denke mal, ich spiele hier besser den Pair Tactician aus, weil der zumindest androht, mit allen Kreaturen zu traden. Während wir dem Gegner einfach nur einen gratis Angriff mit dem Farsight Adept geben, wenn wir den Expedition Champion ausspielen. Ja, wie gesagt, wir sind hier in keiner besonders guten Position für uns, für unseren Decktyp. Nicht nur, weil der Gegner Life Gain hat, nicht nur, weil der Gegner 1000 Removal Spells hat, wow. Und alles von uns beendet, was wir versuchen. Ich denke mal, wir müssen das hier auf das Packbeast sogar anwenden, damit wir irgendwas getötet bekommen vom Gegner. Aber der hat uns hier wirklich keine Pause gegeben. Keine runde Pause. Und unser Deck ist aktiv schlechter, wenn wir... wenn wir in die Defensive gezwungen werden. Aber das gehört zur Natur von... Agro-Decks. Also bin ich ja mal sehr gespannt, ob der Gegner immer noch mehr Action in der Hinterhand hat. Bis jetzt haben wir hier nicht mal eine halbe Runde Pause bekommen. Okay. Ghastly Gloomhunter. Fireblade Charger mit Scavenge Blade ist gut. Das kostet uns 3. Dann haben wir noch 3 übrig für den Champion. Das ist das ja eine einfache Angelegenheit. Wie gesagt, gute Kombo mit dem Charger, weil wir jetzt einfach mit einer Kreatur traden und die andere und eine andere abschießen können. Problem ist natürlich nur, die Gegner kann jetzt weiter mit dem Gloomhunter einfach schön in der Luft angreifen. Aber wir haben nächste Runde den Emeria Captain, auch wenn es nur ein verdammter 2-2er ist. Aber das ist eben häufig das Problem vom Emeria Captain, dass der in Nicht-Warrior-Decks eigentlich besser ist als in Warrior-Decks. Okay, gut.
Sagen wir mal, oh nein, auch noch Morog. Wie übel. Ja, ich habe eben noch dran gedacht, Morog, der könnte uns nochmal hier ordentlich rausreißen. Aber so wird das nichts. Wir sind auf 1, der Gegner kann uns einfach angreifen. Naja, also hier haben wir ja nicht mal den Hauch einer Chance gehabt, ne? Also wir waren wirklich von Runde 3 an einfach hinten an. Der Gegner hat auch immer unser Board schön sauber gehalten, mit seinen kleinen Kreaturen weiter angreifen können. Also gute Arbeit vom Gegner, hatte auch einen guten Draw, muss ich sagen. Hab hier eigentlich nur gute Action gesehen. Schauen wir mal, können wir hier irgendwas sideboarden? Smite the Monstrous sieht ja furchtbar aus. Prowling Felidar lohnt sich nicht wirklich gegen einen Gegner mit so viel Removal. Molten Blast könnte okay sein. Wir haben nichts Großes vom Gegner gesehen. Ich meine, wir könnten halt einen 3-3er Gloomhunter sehen. Das kann das Pack Beast töten, aber das kann auch jeder Removal. Scavenge Blade sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus gegen einen Gegner mit so viel Removal. Aber wir könnten es probieren. Sneaking Guide sieht furchtbar aus gegen den Gegner. Ich denke mal, da nehmen wir stattdessen Molten Blast rein und einfach mehr vom Gegner töten. Ansonsten fällt mir da nicht wirklich was ein. Ich mag das Sellsword nicht sehr gerne in diesem Matchup hier, weil der Gegner einfach seinen ganzen kleinen Kram traden kann und das, sage ich mal, das ist meistens eher zum Vorteil von dem Gegner, der, also von dem Spieler, der schwarz spielt, weil man Zugriff auf Recursion und sowas hat. Man gerne halt kleine Kreaturen wegtradet und dann später für guten Profit sich aus dem Friedhof holen kann. Wir müssen eigentlich versuchen, schnell zu sein, den Gegner unter Druck zu setzen jetzt on the play, aber Nee, ich bin einfach nicht glücklich mit dem Sneaking Guide, also. Der Gegner hat auch noch Life Gain. Es ist wahrscheinlich auch das schlechteste Match für uns gegen Clerics, aber jetzt müssen wir trotzdem irgendwie was draus machen. Okay, 2 6-Drops und ein One-Drop. Das ist eigentlich sehr furchtbar. Aber Fireblade Charger ist wahrscheinlich eine der besten Karten gegen den Gegner, weil der gegen zwei Kreaturen traden kann. Aber eigentlich kann man die Hand nicht behalten. Komm, ja, die macht nichts. Die macht einfach nicht genug. Okay, das ist eine herrliche Hand, um nochmal zu zeigen, was diese Halbländer oder Landspells so fantastisch macht. Easy. Dann ist nur die Frage, was wir zurückschicken wollen. Scavenge Blade und Fireblade Charger sind eigentlich Best Friends. Dann schicken wir mal die Banneret zurück. Wir haben hier noch einen Two-Drop. Und wir müssen ja eh mal unsere Länder getappt ausspielen. Sehr schön. Noch einen Mountain hinterhergezogen. Dann ist natürlich klar, wir fangen mit dem Sellsword an. Hoffen, dass wir wenigstens einen Angriff mit dem reinbekommen. Das wäre schon mal ganz gut. Wenn der Gegner jetzt seinen Expedition Healer ausspielt, denke ich mal, greife ich trotzdem an. Der kann ja einfach noch Dings bekommen. Vigilance. Der hat sowieso Vigilance, kann auch Lifelink bekommen. Der Gegner ist jetzt am Überlegen, ob er direkt Fetus Swarm einsetzen soll. Nee. Expedition Skull kann er. Das wird eher eine von den Füllerkarten im gegnerischen Deck sein. Nehme ich mal an. Wir könnten Fireblade Charger ausspielen und dann Kabira Takedown auf den Skulker machen. Also ich weiß nicht, der erste Impuls wäre natürlich, Fireblade Charger auszuspielen, Scavenge Blade drauf und Angriff mit beiden zu machen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das wollen. Weil wir dem Gegner eigentlich keinen Trade anbieten möchten. Wir wollen, bis wir mit dem Fireblade Charger angreifen, eigentlich zwei. Dass der Gegner zwei Kreaturen draußen hat. Da tragen wir natürlich auch nicht zu bei, indem wir den Skulker töten.
meine, was das jetzt für mich ausmacht, die Entscheidung, dass ich das doch so mache, ist, wir sind jetzt ja definitiv in der Offensive. Und das heißt, wir wollen unseren Removal Spell offensiv benutzen. Wir haben im Moment eh nicht mehr als zwei Kreaturen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass der Gegner hier jetzt eine Kreatur mit drei Toughness ausspielt. Und was wir dann brauchen, um weiter durchzupreschen, ist halt einfach eben mindestens drei Damage. Und das können wir durch die Power von unserer... Ah, verdammt. Okay, Mann, das ist richtig blöd, dieser Gloomhunter. Oh, ist der nervig. Eieieiei. Greifen wir trotzdem an. Aber die Sache ist, machen wir jetzt Scavenge Blade auf den Charger drauf, greifen an für 6. Der Gegner tradet mit dem Charger. Wir machen dem 3 Damage, geht auf 14, machen dem nochmal 3 mit der Fähigkeit vom Charger, wenn er stirbt. Und er ist auf 11. Wir haben einen 3-1er draußen und sonst nichts am Start. Aber was sollen wir machen? Wir haben keine besseren Optionen. Wir sind doch ein Akro-Deck, oder? Wir müssen noch angreifen. Naja. War mir sicher, dass der Gegner den Block macht. Wir können ja immer noch das Blade auf das Sellsword ausrüsten, aber der wird halt zum 5-1er. Jede Kreatur kann mit dem traden. Ja, oder so. Dann haben wir es hinter uns. Nicht wahr? Nichts ausspielen können. Diese Runde ist sehr, sehr übel für uns. Expedition Healer und Stone of Pack Beast. Okay, das heißt, der Gegner hat definitiv Blocker jetzt. Wenn er nichts hat, um den Shepherd zu töten, dann haben wir wieder einen sehr respektablen Angreifer. Und sobald wir unser zweites Land ziehen, nächstes Land ziehen, zweites Land, was laber ich da? Sobald wir unser nächstes Land ziehen, haben wir Morog am Start. Ja, okay. Beschwere ich mich nicht. Synchronized Spellcraft gibt uns auch für nächste Runde nochmal ordentlich Optionen. Das Gute ist, selbst wenn der Gegner jetzt hier ein Removal hat, kann der höchstens mit dem Shepherd angreifen, was uns nicht besonders interessiert. Aber der 3-3er hält auch noch das Board vom Gegner auf. Wie gesagt, das ist halb so wild. Das ist natürlich nicht optimal. Wir hätten es lieber anders, aber vollkommen akzeptabel. Royal Eruption, auch gut für uns. Problem ist nur, wir können diese Runde definitiv keinen Angriff starten, oder? Also wir könnten vielleicht, wenn wir Royal Eruption auf den Healer machen und das Blade auf den Adept ausrüsten. Vielleicht ist es das sogar wert, Fragezeichen. Wir haben nochmal Spellcraft danach, um den Shepherd auszuschalten. Aber die 3 Damage interessieren uns gerade gar nicht so sehr, möchte ich behaupten. Aber dass er 2 Leben dazu bekommt, das interessiert uns sehr. Aber jetzt hier einen schönen Angriff für 5 reinbekommen, das gefällt mir eigentlich. Und wie gesagt, Royal Eruption und außerdem natürlich mehr von gerade in einem Aggro-Deck. Willst du das vielleicht lieber dem Gegner ins Gesicht schießen nachher oder so? Aber wie gesagt, ein 2 Power Lifelinker loszuwerden, das ist auch nicht das Schlechteste. Und wow, der Gegner hat so unglaublich guten Removal, das ist ja brutal. Naja, versuchen wir ihn mit Morog aufzuhalten. Vielleicht geht ihm jetzt langsam mal der Removal aus. Wir wissen, er hat auf jeden Fall noch ein Deadly Alliance. Feed the Swarm hat er noch. Ja, gut Game, Mann, ey. Also, was sollen wir machen, ne? Also, wir haben ja unser Möglichstes gegeben, aber der hat einfach immer weiter Action. Also, mit Leichtigkeit, mit einer unglaublichen Leichtigkeit hat er uns hier
komplett in die Ecke gespielt. Sign of the Swarm, naja. Das geht wenigstens noch, könnte wenigstens schlimmer sein. Ja. Oh, ich hätte das Planes wahrscheinlich ausspielen sollen. Ich habe das Scaling Blade natürlich nicht ausgerüstet, weil wir Spellcraft zurückhalten möchten. Nicht, dass wir hier noch eine Chance hätten, wenn der Gegner jetzt ein Removal hat auf den Shepherd. Gut, okay, das ist nicht gut, aber das ist auch nicht furchtbar. Okay, Spellcraft auf den Shepherd. Hoffen wir, dass der Gegner nie wieder Leben dazu bekommen kann für seinen Scion. Ansonsten sieht es blöd aus für uns. Emeria Captain. Wenigstens ein 3-3er. Und ja, dann können wir noch das Scavenged Blade ausrüsten. So viel bringt das aber leider nicht, ne? Obwohl, wir traden dann gegen Scion. Ist nicht optimal, aber okay. Ich schätze mal, wir wollen so verbleiben. Ja. Immerhin, wenn es jetzt mal so bleibt und der Gegner nicht schon wieder Removal zieht, können wir mit dem Emeria Captain angreifen. Ich meine, nachher tradet er nur gegen den Scion. Ist nicht toll. Wir erwarten uns ein bisschen. Erhoffen uns ein bisschen mehr, aber. Wenigstens wächst das Sign of the Swarm dann nicht noch viel größer. Den Trade nehme ich natürlich ziemlich easy. Hat der Gegner hier ein Practice Tactics? Ja, kann er den Emeria Captain töten? Dann sind wir schon, dann sind wir auf jeden Fall hinüber. Aber wie gesagt, ich meine, man hätte vielleicht dafür plädieren können, dass ich mit dem in der einen Runde nicht angreife mit dem Fireblade Charger, sondern nur mit dem 3-1er und den halt einfach trade gegen den 1-1er Lifelink, um danach einfach ein bisschen mehr am Start zu haben. Oh je. Oh je, wir sind so tot. Wie wäre es jetzt mal mit ein bisschen guter Action für mich, ha? Huh? Das kann man doch, kann man doch mal erwarten. Also wenn der Gegner ein weiteres Life-Gain gedönst hat, geht's noch. Wir können immer noch verteidigen. Einfach doppelt blocken. Wenn der Gegner allerdings den auf 7 bekommen kann, dann müssen wir schon beide Kreaturen traden. Das heißt, wir möchten möglichst diesen Kollegen hier gerne loswerden. Aber haben wir überhaupt noch Removal dafür? Wir haben noch einen Kabira Takedown, was aktuell nur 2 macht. Royal Eruption könnte mit dem noch fertig werden, solange der noch am Start ist. Aber davon haben wir auch nur das eine. Gestern nicht irgendwas, ne? Wir haben nur noch Molten Blast. Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn der... Also, sobald der den einen größer bekommt, noch nicht so schlimm, aber alles Weitere wird problematisch. Ja. Okay. Interessant. Kann der Gegner hier Instant Speed Leben dazu bekommen? Eigentlich nicht, oder? Mir fällt gerade zumindest keine Karte ein. Aber wahrscheinlich übersehe ich was da. Also wahrscheinlich ist es möglich. Aber hier einen Doppelblock versuchen, dann sterben wir wahrscheinlich auch. Deswegen können wir das nicht tun. Also müssen uns einfach sozusagen die guten Blocks hier mitnehmen, die wir geschenkt bekommen. Den wollen wir nicht in den Friedhof schicken. Das heißt, wir nehmen hier 5 und sterben dann durch irgendeinen Life-Gain-Trigger schon, ja. Ja, aber wir können nichts tun, oder? Gut möglich, dass der Gegner einfach darauf spielt,
jetzt, was er sich noch einen Bloodpriest hat. Möglich ist es, dass er nämlich, dass er darauf gesetzt hat, dass wir den Bloodpriest töten, damit er ihn aus dem Friedhof wiederholen kann. Was natürlich stimmt. Aber uns fehlt hier ein Warrior, um den Gegner dieser Runde zu töten. Das heißt, wir können es nicht vermeiden, nächste Runde zu sterben, wenn der Gegner ein Recursion-Spell hat. Soweit ich das sehe, ne? Weil wir können jetzt hier eben für 7 angreifen. Dann sind wir natürlich tot. Das Beste, was wir vermutlich machen können, ist mit dem Shepherd anzugreifen, Molten Blast offen zu lassen. Damit wir so möglichst viel Damage reinbekommen. Den Gegner nächste Runde töten, wenn er nichts hat. Wie gesagt, wenn er Recursion hat, dann sind wir natürlich platt, aber da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Der Gegner muss natürlich versuchen. Wir blocken hier. Und es kommt dann einfach nur drauf an, ob er den Recursion-Spell hat oder nicht. Ghastly Gloomhunter, der tötet uns noch nicht. Muss der Gegner hier sogar Chump locken? Um nicht zu sterben? Scheint mir fast so. Hey, wir können... Oh, fast vergessen. Ja. Hey, vielleicht gewinnen wir es doch noch. Mindrain wäre ja jetzt so mies, wenn wir jetzt durch den einen Lebenspunkt von Mindrain verlieren. Demon's Disciple, okay, der tötet uns nicht. Ah ja, sicher, den Ambusher, dann gewinnen wir. Wow. Hätte nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Aber hey, wir haben es geschafft. Was machen wir gegen die Milliarden Removal Spells vom Gegner? Ich weiß es nicht. Es fällt mir einfach nichts ein. Also, ich glaube, am besten ist einfach, das, was wir gemacht haben, selber noch mehr Removal reinbringen. Es gibt auch keine große Kreatur, außer möglicherweise ein Sign the Swarm. Aber das, dafür haben wir nicht wirklich was. Dafür bringen wir auch nicht Smite the Monstrous rein. So viel sollte klar sein. Ja, ich denke, wir müssen einfach weitermachen. Hartes, hartes Match für uns. Ich glaube, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass wir hier die Underdogs sind. Okay, wir behalten mal und überlegen, wie greedy wir werden. Aber da wir jetzt einen Mountain gezogen haben, werden wir ziemlich greedy. Fireblade Charger Runde 1, Hellsword Runde 2. Das ist schon mal ein guter Start. Ich würde nach Möglichkeit versuchen, das Board vom Gegner freizuhalten. Vor allem von... Okay. Das ist okay. Damit kann ich sehr gut leben. Auch wenn ich, wie gesagt, natürlich nicht froh bin, wenn meine Kreaturen abgeräumt werden, aber ist okay. Takedown? Fragezeichen. Ich glaube ja, weil den Trade wollen wir ja definitiv nicht. Ja, es ist ein bisschen schade. Vor allem ist aber eigentlich schade, dass wir halt nicht die Banneret noch diese Runde auslegen können. Aber dafür hat uns ein Plains gefehlt. Der Gegner stolpert. Wollen wir dem jetzt noch ein Land geben? Eigentlich gar nicht so super gerne, aber es ist wohl richtig. Wir greifen aber erst an, denn wir wollen nicht, dass der Gegner irgendwas zieht.
Subtle Strike oder sowas, was uns den Angriff hier versaut. Hoffentlich ziehen wir in Planes. Huhu. Okay, hey, wir stehen hier auf gutem Fuße. Bei dem ganzen Single-Target-Removal, den der Gegner hat, kann er jetzt nicht mehr so gut hier reinballern. Okay, ja. Oh, Seagate Banneret ist aktiv. Jetzt darf die mal scheinen. Wir haben den Gegner auf 2. Selbst wenn er mit dem Gloomhunter angreift, ist er tot durch unser Royal Eruption. Oh, das war's. Wir haben gewonnen. Ja. Ich gebe kein Good Game, wenn der Gegner das nicht von sich aus macht. Da rede ich ja immer wieder drüber. Der Gegner war verständlicherweise jetzt etwas frustriert, ne, weil der jetzt die ganze Zeit auf 2 Mana festgehangen hat und war sogar noch relativ handlungsfähig dafür. Also wahrscheinlich hätte ich die Hand genauso gehalten. Von daher sehe ich beim Todesglubsch keine Fehler an der Stelle. Ist natürlich schade, der Gegner hat ein sehr starkes Deck mit sehr viel Removal und sehr viel kleinen Kreaturen, die er effektiv einzusetzen wusste. Also wie gesagt, Hut ab, Todesglubsch, soweit ich sehen kann, sehr gut gespielt. Klasse Deck, nett mit ein bisschen Clerics-Synergien und ansonsten einfach solides Grindy-Deck mit viel Removal. Wunderbar. Naja, hier hatten wir jetzt nochmal die Nase vorn, aber das ist es eben, weswegen man ein Aggro-Deck spielt. Du kannst mit einem Aggro-Deck so gut Gegner bestrafen dafür, dass die halt irgendwie mal ein bisschen stolpern, mal nicht ganz flockig ihre Hand ausspielen können oder auscurven, wie wir das nennen, wir Magic-Profis. dass es eben wirklich gereicht hat, dass er irgendwie, also jetzt ja zwei Landdrops verpasst hat, ne? Obwohl er was ausspielen konnte oder sie trotzdem einfach dann keine Chance mehr hatte. Sobald du einmal so das Tempo richtig an dich reißt, ist das wie so eine Lawine, die losrollt und dann nicht mehr aufzuhalten ist. Ja. Schön. Hätte nicht damit gerechnet, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wir haben es geschafft. Bin sehr froh. Und damit gehen wir weiter in die nächste Runde. Bis gleich, meine Lieben. Hallo, ihr Räuber, und herzlich willkommen in der zweiten Runde. Hier haben wir eine Hand, die ist ein bisschen komisch für uns, aber ich finde, das ist ein ganz klarer Keep hier an der Stelle. Die Hand weiß ziemlich genau, was sie will, nämlich zu 5 Mana kommen, um diese Shepherds auszuspielen. Also 2 Shepherds hintereinander, on curve, sag ich mal, also in Runde 5 und 6 dann, das ist schon ordentlich. Dieser Expedition Champion hier, der ist gerade einfach nicht so relevant. Wie greedy sind wir jetzt mit dem Takedown? Vernünftig wäre es jetzt getappt auszuspielen, aber wir haben immer noch einen möglichen Draw, den wir ausfüllen können. Oh, und das ist nämlich so schön, wenn wir hier nicht unser Takedown ausspielen müssen. Und mit den beiden Farsight Adepts kommen wir auf jeden Fall auf 5 Mana. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Expedition Champion vom Gegner, kein Problem. Wir können den einfach trainen. Kargen Intimidator, oh, ein bisschen spät zur Party, aber das macht ja nichts. Auch gegen Rot-Weiß. Nett. Wie gesagt, den Trade nehmen wir hundertprozentig. Wenn der Gegner hier einen Removal-Spell aufwenden will, dann freue ich mich darüber. Prowling Felidar, auch kein Problem. Ja, ich meine, bin ich happy mit dem. Muss nicht unbedingt sein, ne? Aber den kriegen wir auch noch irgendwie versorgt. Jetzt ziehen wir erstmal wieder neu. Ich würde lieber ein anderes Land ausspielen, aber ich glaube, um zu garantieren, dass wir nächste Runde den 3-4er Flieger ausspielen können, sollte ich jetzt das eine Takedown als getapptes Land spielen. Wir können den Felle da nächste Runde, nee, auf gar keinen Fall können wir den mit Takedown abschießen. Core Celebrant ist auch okay. Der Gegner spielt also auch nicht ein super aggressives Deck.
Arkhagen Intimidator, alles klar, der ist auch nicht so relevant. Der kann natürlich, oder nicht natürlich, der kann vielleicht den Prowling Felidar nächste Runde durchbringen, aber ansonsten auch nicht so viel machen. Ich glaube, also es wäre natürlich nicht schlecht, hier einfach 2-Drop, 3-Drop auszuspielen. Aber warum fangen wir nicht einfach damit an, unsere Flieger zu machen? Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner hier einen guten Angriff mit allen hat nächste Runde. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Der muss den Shepherd töten und dann muss er noch den Kargen Intimidator auf den Farsight Adept machen irgendwie. Und dann habe ich immer noch einen Farsight Adept zum Blocken. Okay, Wayward Guide Beast. Ich freue mich, wenn der Gegner damit connected. Das ist eine ganz furchtbare Karte. Spielt das nicht. Practice Tactics macht 4. Das heißt, ich würde so oder so den Shepherd verlieren. Ich denke mal, das ist gar nicht so furchtbar für uns, wenn wir den Shepherd verlieren. Plus 3, plus 2 gibt es noch. Das wäre dann blöd, wenn wir... dann wäre jeder Block blöd mit dem Shepherd. Wie gesagt, beim Guide Beast stört es mich auch nicht. Aber wenn ich jetzt den Core Celebrant blocke, dann würde plus 3, plus 2 auch ausreichen. Der Gegner würde nichts verlieren. Ich denke mal, wir haben genug Leben, dass wir das einfach mal so durchlassen. Der Gegner hat hier eigentlich keine besonders effektiven Onboard-Tricks. Ah, das ist Dorn. Das ist so gewesen. Guck mal, und verliert trotzdem noch seinen Intimidator. Wir sind auf 12 Leben, er muss ein Land wieder auf die Hand nehmen. Ich muss zugeben, ich habe nicht an Dauntless Unity gedacht. Die Karte wird auch relativ wenig gespielt, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir könnten... Mehr als 2 Kreaturen kriegen wir hier nicht ausgespielt. Schade, dass wir nicht irgendwie das Takedown effektiv offen lassen können. Also für 2, aber das räumt nur das Guide Beast weg. Wir sind froh, wenn wir das mal für 3 haben für den Champion, aber das ist frühestens nächste Runde der Fall. Wahrscheinlich sind wir am besten damit beraten, einfach die beiden 3-Drops auszuspielen und gut ist. Und ich schicke auch den Shepherd rein. Also, ich meine, es ist natürlich riskant, aber wir müssen irgendwann mal anfangen, hier Damage zu machen. Der Gegner hat eh noch ein Practice Tactics, wie es aussieht. Wir haben eigentlich einen vernünftigen... Nee, es ist kein guter Doppelblock auf den Fälle da mit den beiden hier. Na, dann lassen wir das mal lieber. Okay. Oh, das ist natürlich ein Haufen Damage. 6, 8, 10. Na gut. Moment, das ist meiner, oder? Das will ich natürlich. Ich will natürlich mit dem vom Gegner traden, nicht mit meinem eigenen. Was habe ich da gerade gezählt? Na gut, ist relativ egal. Wir hätten den Prowling Felidar Jump blocken müssen. Ich meine, das wäre immer noch nicht 0%, dass wir gewinnen, aber war relativ unwahrscheinlich. Also es war auf jeden Fall ein Fehler, aber es war jetzt nicht das Schlimmste aller Zeiten. Nicht das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Also gegen den Champion, den Intimidator, weil der sich pumpen kann zum 4-2er und den Prowling Felidar könnte ich das Smite Monstrous sehen, aber gegen Rot-Weiß generell ist es wahrscheinlich nicht gut, Smite Monstrous zu spielen. Sneaking Guide kann Damage durchbekommen, der tradet aber mit nichts von dem, was wir gesehen haben. Ich glaube, der ist hier wieder ein ganz klarer Cut und ein Molten Blast stattdessen rein. Wir könnten auch unseren eigenen Fälle da reinbringen. Ist auch nicht ganz so unvernünftig. Was räumt der Molten Blast denn ab? Eigentlich auch nicht so viel, ne? Von dem, was wir gesehen haben zumindest. Dann probieren wir es mal mit dem Felle. Da sind jetzt allerdings on the play, aber wir haben sehr viele Mana-Quellen. Ich glaube nicht, dass wir uns allzu große Sorgen darum machen müssen, einen 4-Drop hier rein zu sideboarden, anstatt einem 1-Drop. Spielen natürlich trotzdem zuerst. Okay.
Keine aufregende Hand, aber okay, besonders wenn wir Länder nachziehen, um uns zu dem Outrider vorzuarbeiten. Ansonsten haben wir eben einen Removal Spell, zwei Kreaturen. Viel mehr kann man ja gar nicht verlangen. Also, das Sellsword kann von sich aus gut angreifen. Allerdings kann der Ambusher halt mit dem Scavenge Blade richtig, richtig gut angreifen. Allerdings nicht, wenn der Gegner sein eigenes Sellsword ausspielt. Ich glaube, wir spielen einfach den 3-1 aus. Das gibt uns die höchste Chance auf einen effektiven Angriff nächste Runde. Denke ich mal. Okay, okay, alles klar. Greifen wir an. Und schicken noch einen 3-1er hinterher. Besonders dieser Intimidator, der ist so früh im Spiel und so aggressiv, ist der richtig gut. Wenn der rauskommt, bevor der Gegner seine erste Kreatur spielt, dann kann der halt... Ich sag, wenn der Gegner jetzt eine Kreatur ausspielt und wir intimidaten das, besonders wenn wir jetzt noch ein Land ziehen. Okay, es ist nur ein Takedown-Land, aber... Wir machen das selbstverständlich und geben dem den Coward. Creature-Teil, damit kann der diese 6 Damage nicht mehr blocken. Und wir geben ihm noch +1/+1 und damit haben wir 7 Damage diese Runde. Also in Runde 3 den Gegner auf 10 runter zu ballern, das ist schon sehr stark. Fearless Fledgling ist okay. Aber für uns kein Problem. Wir können immer noch Royal Eruption machen und etwas zu einem Coward verwandeln. Das ist natürlich in Angesicht des sehr wahrscheinlichen Practice Tactics vom Gegner nicht so gut, wollte ich erst sagen. Aber wenn wir es andersrum machen und mit Royal Eruption den Expedition Champion lahmlegen und dann den Fledgling zu einem Coward machen, dann können wir wieder für 6 angreifen. Und da das der einzige Party-Kreaturentyp vom Gegner ist. Okay. Okay. Das ist nicht schlimm. Also, das ist nicht toll. Das versaut mir ein bisschen den Angriff diese Runde, aber definitiv besser, das so durchzubekommen. Ich glaube, wir traden einfach das Sellsword. Also, da bin ich doch mit beiden Trades einverstanden. Oder? Also, mit den beiden. Nicht mit dem. Bin ich das? Bin mir nicht ganz sicher. Na, ich glaube, ich mach's. Bin bereit, meinen 2-Drop gegen den 3-Drop zu traden. Oh, der Gegner tut nichts. Nicht verkehrt. Ich meine, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, dann würde ich sagen, hey Gegner, willst du nicht angreifen? Aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Oder Code Exploration. Das wird wahrscheinlich dem Gegner das Spiel gewinnen, wenn er jetzt lange genug durchhalten kann. Okay. Also ich vermute, dass wir weiterhin Practice Tactics hier sehen. Aber da können wir auch nicht viel machen. Wollen wir einfach angreifen, beide Trades anbieten? Der Outrider bringt uns jetzt technisch gesehen auch nicht so viel. Wir könnten auch Scavenge Blade plus Pack Beast oder Ambusher plus Pack Beast machen. Aber das sehe ich auch nicht als furchtbar effektiv. Das Problem, was ich hier habe, ist natürlich, ich kann eine Kreatur nicht vom Blocken. Also, wie soll ich das sagen? Ich würde gerne anders angreifen. Ich will den Kagan Intimidator nicht dem Practice Tactics aussetzen. Was ich machen kann, ist natürlich den zum Coward machen und mit dem hier angreifen. Alleine.
So gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil ich dann den Gegner zwinge, entweder Practice Tactics für eine Self-Route einzusetzen oder halt den Fledgling gegen das Self-Route zu trainen. Das sind beide Sachen, die ich gerne. Also ich möchte natürlich, dass der Gegner kein Practice Tactics in der Hand hat, aber. Oh Gott, wie schlimm für den Gegner. Also ich habe es selber übersehen. Aber das ist ja interessant, ne? Ich hätte jetzt auch irgendwie, auch wenn es hier ganz eindeutig draufsteht auf der Karte, ich davon ausgegangen, der wird einfach noch zusätzlich zum Coward. Aber nee, sein Kreaturentyp wird ersetzt durch Coward. Das heißt, Gegner hat kein Practice Tactics mehr. Wow, also Practice Tactics für null. Ja, cool. Dann spielen wir einfach noch ein 4-3er aus. Und, hoffen, dass das genug war. Wir haben zwei richtig harte Matches hier gehabt bis jetzt, oder? Tormenting Voice, okay. Das ist weiterhin nichts, was das Board beeinflusst. Da bin ich gern dabei. So, was ist denn vermutlich unsere beste Runde? Also der Intimidator ist halt der einzige, der Trample bekommen kann. Das ist aber auch der, der am gefährlichsten für den Gegner ist. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier das Scavenge Blade auf den Intimidator machen sollte. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, was mir ein bisschen besser. Ach so, nee, dafür. Ich wollte sagen, den Outrider und dann die eine Power auf das Sellsword, damit die beiden lethal sind und der Kagan Intimidator für sich genommen lethal ist. Eigentlich ist das ein guter Angriff. Da muss der Gegner schon mehrere Sachen haben, um das durchzuhalten. Wir machen den wieder zum Coward. Komm, das ist auch ein Blocker weniger. Und wie gesagt, wir haben einen grandiosen Angriff mit zwei Kreaturen, die für sich genommen lethal sind. Practice Tactics ist wieder sinnlos. Okay. Sehr schön. Okay, das hat auch wieder gut geklappt. Da hatte ich mir schon Sorgen gemacht, aber es ist nochmal gut gegangen. Leider auch wieder eben nicht besonders krasse Sideboard-Optionen hier. Schade. Kein Enchantment-Removal. Aber das würde ich auch nicht spielen. Der Gegner hat uns eben Vatlakut Exploration gezeigt. Klar, die Karte, wenn das Spiel noch zwei, drei Runden länger gedauert hätte, dann hätte das dem Gegner ziemlich sicher das Spiel gewonnen. Hier war es jetzt zu langsam. Es war schon relevant, dass er das Vatlakut Exploration ausgespielt hat, anstatt einer Kreatur oder einem Removal Spell. Das hätte halt wesentlich, es mir wesentlich schwerer gemacht, hier noch durchzukommen bis zum Ende. Dass wir beide das Practice Tactics übersehen haben, also dass das ausgeschaltet wird, das war natürlich cool für mich. Der Gegner hat das natürlich einige Nachteile gebracht. Ich denke mal, die Hand müssen wir behalten. Wir sind nicht so froh um vier Länder. Wir sind nicht so froh um keinen One- oder Two-Drop, aber wie gesagt, wir sind auch nicht ein super Hyper-Aggro-Deck. Wir können arbeiten von der Position aus. Wir haben hier schon ein bisschen Removal für den Fledgling, das ist sehr wichtig. Nur schade, dass wir halt nicht den jetzt mit Takedown erledigen können, sondern unsere Royal Eruption dafür aufwenden müssen. Aber es ist absolut richtig. Fledgling wird einfach zu gefährlich. Seagate Banneret kann später auch gefährlich werden, aber vieles Fledgling wird einfach jede Runde schlimmer. Okay, 4-3er vom Gegner, 3-3er von uns. Der dem Gegner auch eine Karte zieht, klar, nicht super happy drüber, aber
Wir kommen hier schon klar. Wir können zwei Warriors nächste Runde liegen. Wenn der Gegner jetzt also ein Removal hat, sind wir auch nicht allzu schlecht dabei. Okay, das ist natürlich relevant. 6 Damage ist einiges, aber wir kommen auch damit klar. Theoretisch unseren eigenen Expedition Champion gegen den Train, wenn alles gut läuft, und haben dann darauf die Runde Synchronized Spellcraft. Aber Relic Axe ist richtig gut im gegnerischen Deck, genauso wie es in unserem Deck richtig gut wäre. Obwohl der. Der Gegner kann pumpen, ne? Ja, dann greifen wir mal nicht an. Vielleicht wäre es richtig, anzugreifen. Aber damit haben wir auch noch. Drohen wir halt einen Block an auf die Seagate Banneret. Das heißt, die kann schon mal zumindest nicht mit angreifen, wenn der Gegner 5 Länder hat. Okay. Okay. Kriegt nochmal 6 Damage rein. Das ist natürlich sehr, sehr relevant. Ich würde bevorzugen, wenn wir nicht hier auf 6 gehen würden, aber selbstverständlich können wir uns hier nicht leisten zu jumpblocken. Das fünfte Land wäre jetzt ein wahres Geschenk. Oh, wie herrlich. Das ist natürlich jetzt die Frage, wollen wir Shepherd ausspielen, um ein bisschen Leben dazu zu bekommen, oder wollen wir unsere Tricks offen halten? Ich wäre ja ein großer Freund von Tricks, aber... Ja, komm, Tricks, also Synchronized Spellcraft offen halten ist zu gut. Und wir können ja noch Seagate Banneret auch noch androhen dazu. Also wir haben eigentlich richtig gute Blocks jetzt in der Runde. Wohingegen wir das nicht haben, wenn wir austappen mit Shepherd. Also dann haben wir zwar einen effektiven Doppelblock, aber das bringt mir nicht so viel. Und hier Titerbeak Ambusher ausspielen bringt auch nicht so viel, weil, klar, wir könnten optimalerweise... Ambusher plus Takedown spielen, um den Expedition Champion lahmzulegen. Aber der Gegner kann ja... Obwohl. Eigentlich sollte... Ach komm, ich bin total greedy. Ich spiele jetzt meinen... Ich spiele jetzt den hier aus. Und versuche hier das Setup zu schaffen für einen guten Block in der kommenden Runde. Also in der jetzigen Runde. Es geht ja eigentlich immer noch, weil Takedown jetzt auch 4 Damage macht. Können wir als Reaktion auf den Pump von der Seagate Banneret halt Takedown spielen. Und wenn der Gegner vorher austappt, um irgendeine Kreatur zu töten oder sonst irgendwas, dann haben wir ja... können wir uns ja schon mal sicher sein, dass er Banneret nicht aktivieren kann. Also haben mit dem Expedition Champion einen guten Block auf den 6-4er vom Gegner. Also wir sind vom Board her eigentlich vorne aktuell. Dürfen uns jetzt nicht zu sehr hier ins Boxhorn jagen lassen vom Gegner. Das hier mag ich eigentlich. Weil, wie gesagt, damit das hier schlecht läuft für uns, muss der Gegner jetzt erstmal austappen. Er könnte natürlich sein plus 2, plus 1 haben. Das wäre ein bisschen blöd. Da habe ich jetzt nicht ausreichend drüber nachgedacht. Und das war vermutlich ein Fehler von mir. Aber zumindest kriege ich den Expedition Champion getötet. Und das hier ist immer noch ein Trade. Und das hier ist ein, ja, ein 2-for-2. Also sind wir doch jetzt nicht allzu schlecht hier aus dem Handel rausgekommen. Ich würde jetzt natürlich gerne einfach den mit dem traden. Aber wir müssen hier auch irgendwie sinnvoll arbeiten und... hoffen, dass der Gegner vielleicht nicht nochmal einen Warrior hat, den er sofort neu ausrüsten kann mit der Relic Axe. Dann sind wir sehr gut am Start. Ja, sehr schön. Das ist doch herrlich. Oh, das ist sogar noch mehr Damage. Mache ich das. Und mehr Leben, das wir zurückbekommen. Also in mehrfacher Hinsicht ein profitabler Spielzug für uns. Oh, das sind sogar 6 Leben, die wir bekommen. Nice. 3-4er Flieger, der uns 6 Leben gibt. Gute Karte, gute Karte. Nahiri's Binding.
Und wir machen nochmal 5. Wir könnten auch langsam mal ein bisschen mehr Action nachziehen, aber wir sollen uns nicht beschweren. Der Gegner ist wesentlich mehr geflattert als wir. Und ja, genau. Wir haben jetzt nämlich so oder so 2 Runden. Der Gegner hat hier nicht wirklich einen effektiven Rückangriff. Ja, dann ist das Ding gelaufen, wenn der Gegner jetzt nicht noch einen guten Removal Spell Top deckt. Aber selbst dann sind wir gut dran. Okay, das war's. Wir haben auch das zweite Match knapp genug gewonnen. Ja, ich meine, jetzt sieht's relativ stabil aus für uns, aber das kommt daher, dass wir nochmal die 6 Leben bekommen haben und dass der Gegner ein bisschen mehr geflattert ist als wir in den letzten 2-3 Runden. So, aber das war schon ein gutes Kartenfest, ne? Wir haben uns wirklich gut die Karten um die Ohren gehauen. Ich bin froh um das Match. Das war aber auch wieder wie beim ersten Spiel, dass ich im zweiten Spiel schon so dachte, ich bin ein Spiel unten, es sieht nicht so ganz klasse aus, als der Gegner seinen Valakut Exploration draußen hatte, aber wir haben es irgendwie geschafft. So, jetzt jedes Mal haben wir doch relativ grindy gespielt dafür, dass wir ein Agro-Deck sind. Aber das kommt eben vor. Deswegen sage ich auch immer wieder, diese Agro-Control-Namen und sowas, mit denen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil letztlich, selbst wenn du ein hyperaggressiv, das haben wir ja nicht, aber selbst wenn du ein relativ aggressives Deck hast, spielst du oft genug Defensive, dass man halt flexibel sein muss mit seinem Deck. So. Na gut, auf jeden Fall wieder nice gelaufen für uns. Wir sind jetzt 2-0 und hoffen natürlich, dass wir im Finale uns auch wieder behaupten können. Bleibt dran, um es herauszufinden. Bis gleich, Freunde. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Finale 2-0 bis jetzt. Wir möchten on the play sein und haben hier eine Hand, die nicht perfekt ist. Ganz sicher nicht, kein 1-2-Drop. Das ist ein bisschen übel, wenn man ein aggressives Deck spielt. Ich denke mal aber trotzdem, dass wir die behalten wollen. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, dem Gegner ins Gesicht reinzukurven, also 1-Drop, 2-Drop, 3-Drop zu spielen, um gut unterwegs zu sein. Haben durchaus schon langsamere Spiele gewonnen. Blau-Grün, Kicker. Warum nicht? Wir hauen erstmal den Farsighted Adept hinterher. Bringt uns auch näher in Richtung unseres 5. Lands. Und das heißt, wir können dann nächste Runde einen 3-3er Flieger, danach einen 3-4er Flieger landen. Und stehen dann schon mal ganz ordentlich da. Können auch drüber nachdenken, einfach Intimidator und Ambusher nächste Runde zu landen. Oh, wow. Into the Royal vom Gegner ungekickt. Das ist interessant. Hätte ich so jetzt nicht empfohlen. Aber das macht die Runde ziemlich einfach, dass wir dann lieber, anstatt den Farsighted Adept nochmal auszuspielen, lieber 2 Kreaturen rausholen. Ich denke mal, so viel sollte klar sein, dass das sinnvoller ist. Scythecat beeindruckt mich jetzt noch nicht besonders. Der Gegner muss ja auch eine weitere Kreatur ausspielen, um überhaupt einen Block zu haben. Verazol ist natürlich ein Gerät. Das kann ich nicht. Da kann ich nichts anderes behaupten. Ich möchte Verazol auch gerne loswerden. Das ist mir allerdings mit dieser Hand gerade nicht möglich. Wir haben 5 Mana zur Verfügung. Könnten einfach Shepherd droppen. Ich befürchte nur, dass der Gegner irgendwie nächste Runde eine Karte kickt und verdoppelt mit Verazol. Das macht uns natürlich einige Probleme. Aber das können wir so auch nicht verhindern aktuell. Wir könnten versuchen, halt die Aggression zu droppen, zu sagen, wir machen Verazol zum Coward und greifen mit beiden an. Dann müssten wir allerdings, wenn der Gegner mit der Scythecat den Ambusher blockt, nochmal pumpen, damit wir überhaupt die Scythecat tot bekommen. Das gefällt mir nicht so gut. Was wir machen könnten, wäre Outrider pumpt nur für 1. Dann noch Scavenge Blade dazu zu droppen. Aber dann haben wir auch nicht wirklich mehr zu tun.
Also Farsighted Adept plus Scavenge Blade wäre wahrscheinlich am besten, aber dann haben wir keinen Angriff. Und das ist übel. Aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Wir droppen erstmal den Adept. Vielleicht ziehen wir ja noch ein Removal. Und dann das Scavenge Blade auf den Ambusher. Mit der wenigstens schon mal ein generischer 3-3er wird. Ich meine, wir könnten schon mit relativ viel Damage hier reinkommen. Je nachdem, was der Gegner tut. Ich befürchte nur, wenn der jetzt eine Nalit Colony kickt hier, 2-4-4er bekommt. Es wird schwierig. Aber ich meine, wir können in der Luft jedenfalls gewinnen. Okay. Verdoppeltes Bubble Snare ist natürlich auch nicht so geil, aber es ist akzeptabel. Ich denke mal, ich trade jetzt einfach die Scythe Cat, wenn der Gegner angreift mit der. Okay, tut der Gegner nicht. Das heißt, wir haben einen Angriff mit dem Intimidator auf jeden Fall. Wir könnten auch Outrider plus Ambusher droppen. Outrider gibt plus 2. Das ändert nicht viel, aber wir können ja trotzdem... Nee, aber das ändert tatsächlich nicht so viel für diese Runde. Wir können ein bisschen Trample Damage reinbekommen. Aber bevor die Scythe Cat zu groß wird, möchte ich eigentlich sehr, sehr gerne meine Trades reinbekommen. Wäre natürlich auch okay, den Captain hier zu droppen. Aber ich denke mal, wir wollen jetzt noch was aus unserem Intimidator rausholen. Ein Trade mit der Scythe Cat würde ich wirklich sehr gerne provozieren. Deswegen pumpe ich hier den so gerne und greife an. Die wird demnächst ja auch zum Problem. Wir haben allerdings noch keinen Damage bekommen, haben immer noch sehr viel Power auf dem Board. Das heißt, es ist noch relativ ausgeglichen. Gegen das Kicker-Deck befürchte ich immer nur besonders natürlich mit Verazor. Haben wir schon gesehen, Gegner hier seine Bubble Snare verdoppelt bekommen. Befürchte ich halt, dass das schnell außer Kontrolle geraten kann für uns. Vor allem mit großen Kreaturen. Okay. Ja. Nicht schlecht für den Gegner. 4 Bubble Snares bekommen, hat dafür 3 Karten eingesetzt. Ein solider Card Advantage würde ich das nennen. Angriff vom Gegner. Können wir auch nicht wirklich punishen hier. Ich meine, wir könnten das ausrüsten, dann haben wir noch 4 Mana übrig. Noch einen Captain droppen. No, ich denke mal, ist wahrscheinlich das Beste, was wir hier tun können. Den schönen Damage reinballern. Und wenn der Gegner uns in der Luft jetzt nicht schlagen kann oder unsere Kreaturen loswerden kann, dann könnte das durchaus eine gute Siegesstrategie für uns werden. Haben den Gegner ja schon in 2 Runden tot in der Luft. Dafür müssten wir allerdings ein Land ziehen, denn ich will auf jeden Fall den Shepherd nächste Runde droppen. Aber das Gute ist, wenn der Gegner kann eigentlich nicht wirklich angreifen hier. Der ist zwar on board nicht tot, aber der muss natürlich gegen Rot-Weiß befürchten, dass wir auch irgendwelche Pump-Spells oder so haben. Also er kann höchstens angreifen, wenn er einen guten Blocker droppen kann. Zwei Blocker, weil wir ja mit dem Intimidator was vom Blocken abhalten können. Das heißt, unwahrscheinlich hier, dass ein Angriff folgt. Okay, ja, also ich denke mal, wenn der Gegner einen Removal-Spell hat oder 2, ein Removal-Spell für den Intimidator würde ja theoretisch schon funktionieren. Ah ne, Quatsch, das müsste ja eine Heroes Binding sein, weil wir seine Fähigkeit immer noch aktivieren können. Aber wir haben dann ja nur noch den Angreifer hier. Mal schauen. Ich hätte wirklich nichts dagegen, ein Land zu ziehen, so komisch das klingt. Aber damit wir halt das Umrüsten und den Shepherd ausspielen können, der gibt uns auch nochmal schön 4 Leben dazu. Spring Mantle Cleric, okay. Ich schätze mal dann, dass der Gegner noch was hat, ja.
Oh. Sick. Ja, das beendet das Spiel, wenn wir nächste Runde ein Land ziehen. Dafür müssen wir den aber diese Runde ausspielen. Dann haben wir aber immer noch auch einen Pump mit dem Intimidator offen. Das heißt, wenn wir wollen, können wir auch einfach angreifen mit dem. Gegner wird halt wahrscheinlich mit dem Roy Mage blocken und dann müssen wir noch ein bisschen Dings reinbekommen. 6-6 hält halt den 5-6er schön auf. Ich frage mich aber, ob das nicht ein wenig zu gewagt ist, hier mit dem Intimidator anzugreifen. Und ob wir stattdessen nicht einfach den soliden Hit in der Luft nehmen und uns den Intimidator als möglichen Blocker mit 6 Power zurückhalten und Morok hier ausspielen. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, den Shepard auszuspielen, damit wir selber nicht in die Verlegenheit kommen, hier zu sterben gegen, was weiß ich, ein Into the Royal plus irgendwie Might of Murasa oder so, irgendein Pump-Spell mit dem 6-5er Trampler. Weil das ist etwas unangenehm mit dem Intimidator, den zu blocken, da wir ja höchstens 2 Damage damit aufsaugen. Aber wie gesagt, onboard sieht es ja sehr gut aus für uns. Also, ja, können wir immer noch blocken mit dem Intimidator. Ich will halt jetzt natürlich nicht mit Morok blocken, der, wie gesagt, sobald wir ein Land ziehen, ist der Gegner tot in der Luft. 2 Angriffe mit dem Aeromaria Captain, mit dem Scavenge Blade zusammen. Okay, das geht wahrscheinlich auf Morok, wenn ich jetzt mal raten dürfte. Wenn wir das hier nicht angezeigt bekommen. Ja, das ist blöd. Okay. Das heißt, wir traden Intimidator gegen Springmantle Cleric und lassen 7 durch und gehen einfach das Risiko ein, dass wir sterben. Ich denke mal, das ist relativ klar, weil ich meine, was sollen wir machen? Doppelblock mit den beiden oder hier einen Jumpblock machen? Wir könnten halt Intimidator auf Scythe Cat, aber dann bekommen wir 5 Damage hier durch und bekommen genau 4 Damage über von der Scythe Cat. Das funktioniert also nicht. Also machen wir das hier. Sonst keine weiteren Blocks und geben dem plus 1, dass wir hier den Trade nehmen. Und sind jetzt natürlich nicht in furchtbar guter Kondition. Aber mal schauen, was wir hier noch hingezaubert bekommen. Oh nein, oh, was für ein schlimmer Fehler. Entschuldigung, ich hätte natürlich den Sneaking Guide ausspielen müssen, um 6 Leben zu bekommen. Also, eventuell habe ich uns jetzt getötet. Finden wir es heraus. Ich meine, onboard sind wir definitiv nicht tot. Aber da könnte ein Into the Royal tötet uns definitiv. Okay. Nehmen wir natürlich. Ups, das wollte ich nicht machen. Der Gegner hat letztes Mal schon keinen Pump-Spell, also machen wir das hier und gehen genau auf 1 und haben den Gegner tot in der Luft. Das ist die beste Art zu gewinnen. Auf 1 zu sein. Okay. Da sind wir gerade noch mal durchgekommen. Trotz meines Fehlers. Ja. Splash für Deadly Alliance und Plucker Predation, das ist in Ordnung. Ansonsten typischer Kicker-Stuff an richtig, also Riptides haben wir nicht gesehen, wir haben nur Verazol gesehen als praktisch Payoff. Gegen so einen Gegner ist Smite the Monstrous wahrscheinlich wunderbar. Mit vielen großen Kreaturen. Molten Blast erwischt mal ein frühes Scythe Cat, aber ich glaube, wir können mal wieder auf den Sneaking Guide verzichten. Ehrlich gesagt, ich habe den jedes Mal rausgesideboardet, ne? Kann mir zwar vorstellen, dass er gegen den Gegner hier okay performt, weil wir ja definitiv die Aggressoren sind. Der Gegner hat viel langsamer gespielt.
Aber ich glaube, ich sag doch lieber nein. Wollen wir so einen zusätzlichen Molten Blast haben? Wahrscheinlich nicht. Wollen wir eine zusätzliche Kreatur haben, die groß wachsen kann? Wahrscheinlich nicht. Würde ich jetzt mal sagen, Kabira Takedown sieht nicht super aus, aber okay. Ich denke mal, wir lassen es so. Ich denke mal, wir lassen es so. Ja, aber schön, dass wir mal die Gelegenheit haben, Smite sinnvoll einzubringen. Okay. Schlechte Hand. Wir müssen in was reinziehen. Aber der Start ist erstmal ganz gut. Und Takedown kann ja auch eine Scythe Cat lahmlegen, die früh rauskommt. Von daher. Also, da wir ja den Two-Drop auch haben. Das ist ein ziemlich exzellenter Two-Drop, muss man ja sagen. Der ist auch Late Game immer noch sehr relevant. Ich hoffe einfach, dass der Gegner hier drittes Land Scythe Cat und wir bekommen den schönen Takedown raus. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Na gut. Das heißt, er könnte das nächste Runde machen, aber nächste Runde haben wir zwei Kreaturen draußen. Das heißt, wir machen jetzt einfach die Riptide zum Coward. Greifen an und spielen unseren Ambusher aus. Ja, da ist die Riptide. Ja, das ist eine Karte, die hat mich schon ganz gut überzeugt bis jetzt. Captain hier als ein 2-2er ausspielen mag ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Jiraga Visionary hier abschießen und Angriff mit beiden würde gehen, ehrlich gesagt, ne? Würde sogar gehen. Dann können wir nochmal für 5 angreifen. Ist nicht so geil. Aber wahrscheinlich richtig? Fragezeichen. Hier erstmal aggressiv zu spielen und dann später halt mit Morogue im Area Captain so den restlichen Damage in der Luft zu machen. Aber wir sehen wieder, der Intimidator, der kann so früh ausrichten, wenn der Gegner nicht viel auf dem Board hat. Ist schon ganz gut hier on the draw den Gegner auf 12 zu haben in Runde 4. Ist natürlich nicht super gut, aber wir sind ja auch kein Hyper-Aggro-Deck. Hard Colony ungekickt, super. Das heißt, dem Gegner fehlt ein Landdrop. Das sind gute Nachrichten für uns. Blöde Nachrichten ist Nalit Colony. Kann natürlich den Intimidator ganz gut blocken. Akum Warrior. Ey, ehrlich gesagt, schwierige Sache. Denn ich will natürlich, hätte natürlich gerne einen zusätzlichen 4-5er. Allerdings, wenn wir den jetzt droppen, garantieren wir Morogue nächste Runde. Und Blau-Grün kann ich wirklich mit dem fertig werden. Also, ich meine, die können hier den Bouncen, die können den Bubble Snare oder sowas vom Angriff abhalten, aber der gibt ja auch allen anderen die Fähigkeit, wieder anzugreifen. Also, das fühlt sich übel an, aber ich glaube, es ist richtig. Wir geben der Riptide den Coward-Type und greifen mit dem Ambusher an, als ein 3-3er. Und wenn der Gegner jetzt hier ein Pump-Spell hat für die Colony, irgendeine Interaktion oder so, das interessiert mich nicht wirklich. Tidowig Ambusher ist mir relativ egal. Ein Bounce hier ist auch wirklich kein Problem. Der Gegner hat jetzt zweimal sein Into the Royal benutzt, nur um Tempo zu gewinnen. Ich meine, das ist natürlich gegen ein Aggro-Deck schon effektiv in gewisser Weise, aber letztlich bist du immer noch eine Ressource unten, wenn du das nicht kickst. Und langfristig ist das also ein Problem. Und der Gegner hat hier langfristig einige Probleme, mit denen er sich auseinanderzusetzen hat. Da war Kagan Intimidator nur der Anfang, aber wenn wir jetzt, er hat halt selber auch noch keinen Hit reinbekommen mit der Riptide, das ist natürlich auch relevant. Ich schätze mal, er hat ab nächster Runde dann seine gekickten Spells.
Also, ich gehe mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde an seiner Stelle die Gnarled Colony auch ausspielen, wenn ich nur eine hätte. Einfach nur, weil du gegen Aggro halt irgendwie was machen musst, ne? Jetzt haben wir 5 Mana, 6 Mana und Morogue droppen und fertig ist der Kuchen. Wie man sagt. Sagt man doch so, ne? Okay. Na dann, ab nächste Runde wird, sage ich mal, problematisch für den Gegner. Wie gesagt, mit dem Rock zu bouncen ist auch okay. Kriegst den 6-6 herunter, aber wenn ich dann Land ziehe, kann ich ihn halt droppen und direkt halt meine zweite Combat Phase bekommen, was ich allerdings nicht tun werde, denn der Intimidator hat ja überhaupt keinen guten Angriff hier in die Gnarled-Kolonie rein. Dafür müsste ich schon ein gutes Board haben. Oh. Oh, komm schon. Na gut, wir haben Smite. Huch. Das ist auch nochmal gut gegangen, wa? Ist er ein Warrior? Jawoll. Das heißt, wir können dem Trample geben. Mua. Mua. Loving it. Das heißt, wir können auch erst angreifen und dann die Aktivierung machen. Oh. Oh. Warte mal, ach, wir können jedes nur einmal aktivieren, ne? Aber da wir dem ja Trample geben können, wir brauchen 4, dann können wir sonst nichts mehr ausspielen. Nee, dann machen wir lieber jetzt einen Smite. Oh, warte mal, ich könnte ja auch dem wieder Dings geben. Na, dann. Na. Nee, ich heb mir das auf. Wir haben ja so einen guten Angriff. Wir brauchen den Intimidator nicht zu aktivieren, um einen guten Angriff zu bekommen. 7 rein, das ist übel. Für den Gegner. Und haben wir wirklich das Mana dafür? Wollen wir nicht lieber den Fireblade Charger reinlegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen trotzdem den Ambusher rausholen. Ja, Verazol hätte dem Gegner hier durchaus nochmal das Spiel rumreißen können, wenn der jetzt hier zwei gekickte Gnarled Colonies oder Into the Royals oder was auch immer. Bubble Snares wäre alles schlimm gewesen. Aber unsere Sideboard-Technologie hat uns dabei geholfen, das abzuwenden. Ist immer sehr schön, wenn man halt eine Sideboard-Karte wirklich dann effektiv nutzen kann. Es fühlt sich an, als hätte man was richtig gemacht und was gut gemacht. Spring Metal Cleric, kein Problem hier. Wir haben jetzt eine zweite Attack Phase, wenn wir wollen. Allerdings haben wir keinen Angriff. Oder? Also wir müssten den Intimidator vor den Zug werfen, da habe ich keine Lust drauf. Wir könnten allerdings mit Tidal Peak Ambusher angreifen und müssten zweimal pumpen. Das ist nicht so geil. Damit wir hier durchkommen. Da machen wir wahrscheinlich besser. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts, oder? Ich muss halt sehr viel Mana investieren, um hier viel zu tun, ne? Wie gesagt, hier der Big Ambusher traden gegen Cleric ist nicht schlecht, aber dann spielen wir halt auch nichts aus. Ich glaube ehrlich, dass wir einfach nur die beiden hier rausholen. Wie gesagt, ist nicht so geil, den als 2-2er zu bekommen, aber wir haben nächste Runde einen ziemlich üblen Angriff dann mit allen. Und der Emeria Captain ist allein schon lethal. Ja, okay, das war's. Das Spiel ist vorbei. Denn. Ja, das ist sowas von vorbei. Oh, auch noch Kavira Outrider, na gut. Es ist super vorbei. Verrichtet ein heimtückisches Werk, Morogue. Jawohl, sehr schön. Oh, der hätte selber. Oh, er wurde ja selber auch wieder enttappt. Oh, wie sweet. Oh, das habe ich ja auch. Aber ich meine, wir freuen uns gleich über unseren Sieg, aber erstmal schauen wir uns natürlich die Interaktion nochmal an, denn das ist was, das ich auch gerade übersehen habe.
weswegen Bubble Snare ein bisschen problematisch ist auf Morogue selber. Der Gegner wahrscheinlich besser irgendwo anders drauf gemacht und irgendwie geplant, den zu jumpblocken, wo ich bin nicht sicher. Hatten auf jeden Fall. Der Punkt ist, es ist problematisch, Bubble Snare zu machen, wenn Morogue da ist, denn Morogue enttappt die Sachen wieder. Dafür müssen wir nur ein Land ziehen. Naja, gut. Ja, freut mich. Wir haben hier richtig gut durchgestartet. Hey, Rot-Weiß Warriors. Gute Arbeit gemacht. Und es war gar nicht allzu hyper-aggro, dumm, einfach doof, doof, doof. Ich finde, wir haben doch auch mit relativ viel Strategie gearbeitet hier. Und hatten auch eben unsere tollen Late-Game-Optionen. Der Shepherd. Ach, der hat jetzt wieder so ein bisschen meine Liebe neu entfacht für die 3-4er Flieger für 5. Ich hab schon immer gesagt, ich mag die einfach. Das sind einfach sehr effektive Limited-Karten. Das ist ein guter Impact fürs Board. Ein 3-4er sowieso, also die Stats, die sind meistens sehr relevant. Egal, wo du dich im Spiel befindest, ob es spät ist, ob es relativ früh ist. Also 3-4er ist immer auch ein sehr relevanter Blocker vor allem und 3 Power Angreifer in der Luft macht einfach eine ganze Menge. Fliegen ist so gut in Limited. Ja, aber Wunderbärchen, da haben wir ein schönes Deck gezaubert, haben das doch ganz gut hier zum Sieg geritten. Sneaking Guide hat uns nicht besonders überzeugt. Seagate Banneret hat ein bisschen bessere Arbeit gemacht, als ich erwartet habe. Gibt es ansonsten noch was zu sagen? Kaggle Intimidator ist natürlich super Premium, aber ja. Das sollte hoffentlich keine Überraschung für euch sein, dass Kaggle Intimidator sehr gut ist, dass Morogue exzellent ist. Klar, das sind alles sehr, sehr krasse Karten. Aber ansonsten haben wir doch eigentlich hier nur mit Commons und Uncommons gearbeitet. Also Morogue war unsere einzige richtige Bombe. Kaggle Intimidator ist eine sehr, sehr gute Kreatur, mit der man sehr viel arbeiten kann. Aber es ist jetzt keine Bombe, würde ich ihn nennen. Trotzdem eben gut, aber stirbt eben zu sehr viel Removal. Das natürlich jetzt gut war für uns gegen Blau-Grün. Die haben eben nicht so viel Zugriff auf Removal, der wirklich auch das removed, ne? Also wirklich was vom Board entfernt. Nice, nice. Okay, ich bin stolz auf uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und nächstes Mal versuchen wir wieder mit einem etwas controlligeren Deck zu gewinnen. Nee, mal sehen, wie es läuft. Wie gesagt, man weiß am Anfang vom Draft nie, wo man hinkommt. Diesmal ist es ein aggressives Deck geworden. Warum nicht? Nächstes Mal könnte es wieder etwas Neues werden. Schaltet ein, um es herauszufinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt geschmeidig.